das schön. Dankeschön. Ich freue mich, heute Abend hier in Frankfurt zu sein. Das sage ich nicht jeden Abend. Weil ich nicht jeden Abend in Frankfurt bin. Ihr passt auf, das finde ich schön. Nein, ich freue mich wirklich wahnsinnig, hier heute bei euch zu sein, heute Abend hier bei euch. Denn meine Frau ist in den Wechseljahren und da ist man froh, überall zu sein, nur nicht zu Hause. Ich muss das kurz erklären, ja, bevor jetzt gesagt wird, oh, der Bender ist, nein, ich liebe meine Frau. Meine Frau und ich sind 24 Jahre zusammen, ja, fast ein Vierteljahrhundert. Wenn man so lange zusammen ist, ja, wenn man denkt, man kennt die Person, wenn man so viele Jahre durchlebt, durchliebt und durchlitten hat, ja, wenn man denkt, man kennt jetzt diesen Menschen, den man dem jeden Morgen aufwachen darf, ja, dann kommen die Wechseljahre und alles, buff, ist anders. Ich erkenne meine Frau überhaupt gar nicht mehr wieder. Das ist der absolute Hammer, was meine Frau wechselt jetzt ihre Emotionen, ja, von hier auf jetzt schlagartig, ja, denken Männer, ja und, das machen Frauen, aber nicht in einem Satz, ja, meine Frau sagte neulich zu mir, Schatz, es tut mir total leid, dass ich dich vorhin so angeschnauzt habe, das war wirklich nicht meine Absicht, aber du hast vergessen, die Spülmaschine auszuräumen, und ich weiß gar nicht, was sie will, ich denke, ich bin mit dem Borderline-Collie zusammen. Oder mit so einem Bipolarbär, ja? Ich sag, Schatz, sag mir, was du willst. Ich weiß nicht, was du willst. Ich nenne sie nur noch Katharina Ambivalente. Das ist der absolute Wahnsinn bei uns zu Hause. Und dann auch neu sind Hitzewallungen bei meiner Frau. Hitzewallungen ist das Neueste. Hitzewallungen, ich meine, das ist auch praktisch, ne? Spart Heizkosten abends im Bett, ne? Ja, man braucht keine Wärmflasche mehr. Früher kalte Füße, heute heiße Hüfte. Das geht alles, ne? Ja, da lachen jetzt die Männer. Ja, wir können uns darüber lustig machen, weil wir Männer haben ja sowas nicht wie Wechseljahre, nicht wahr? Wechseljahre bedeutet ja, dass der Körper der Frau die Zeugungsfähigkeit einstellt. Und da kommen einige Frauen gut mit klar, andere nicht so gut. Und dann gibt es meine Frau. Das ist einfach so. Aber wir Männer können uns darüber lustig machen, weil, wie gesagt, wir haben ja keine Wechseljahre. Ne? Beziehungsweise schon sowas Ähnliches wie Wechseljahre. Bei uns heißt das nur anders. Bei uns Männern heißen die Wechseljahre ja anders. Wie heißen die Wechseljahre bei Männern? Midlife Crisis, danke schön, dass du das sagst. In Köln rief eine Frau rein, Demenz, das fand ich auch schön. Wechseljahre, ja, Wechseljahre, Midlife Crisis. Midlife Crisis ist komisch für uns Männer, ja, so gerade so in meinem Alter, so Mitte 40, so Anfang 50, dann fangen wir an, ganz komische Sachen zu machen, so tragen ganz komische Klamotten oder kaufen uns ein viel zu großes, übermotorisiertes Auto und fahren damit rum. Und wenn wir uns das nicht leisten können, dann suchen wir uns eine viel zu junge Freundin und stellen dann fest, dass wir uns das auch nicht leisten können. Das ist so der Klassiker, so in meinem Alter. Ne? So ältere Männer mit jungen Freunden, ist so ein bisschen eklig. Ja, nicht nur Prominente, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Wendler, aber auch so normale Menschen, so wie ich, ja, die laufen, das ist ganz wirklich. Und ich habe da auch ein bisschen Verständnis für, weil ich bin ja auch in dem Alter. Und ich glaube, diese Männer, die mit viel zu jungen Freundinnen rumlaufen, die sind nicht einfach nur notgeil. Die haben auch einen Gedanken dabei. Die haben wirklich einen Plan. Wahrscheinlich denken die sich, geil, wenn meine neue Freundin in die Wechseljahre kommt, bin ich tot. Ne? Ist praktisch gedacht, ne? Ja, und das ist genau der Moment, wo die Industrie gemerkt hat, wir können Männern und Frauen genau das Gleiche verkaufen, wir müssen es nur anders verpacken. Sachen des täglichen Gebrauchs, so Duschgel zum Beispiel. Duschgel für Frauen, ne, ist anders als für Männer. Ne? Es riecht nicht nur anders, es heißt auch anders. Ja? Ein typisches Duschgel für Frauen, das heißt heute nicht mehr Melisse, ja, oder Orangenduft. Das heißt heute, ich habe das gesehen, da steht drauf, liebe das Leben, umarme den Tag. Das würden wir Männer uns niemals kaufen. Bei uns müsste draufstehen, geh dich waschen, du Sau, du stinkst. Das würden wir dann kaufen. Ja? Wir sagen, hey, geil. Ja, es gibt wirklich jetzt Pflegeprodukte für Männer. Das gab es schon immer, aber ich meine wirklich, das ist ein ganz neuer Zweig. Ja? So, ich kann mich nicht daran erinnern übrigens, dass mein Vater jemals Pflegeprodukte benutzt hätte. Fürs Auto, ja, aber für sich nicht. Ne? Ja, mein Vater hatte immer, was hatte der? Irish Moss, Pitralon, ja? Und zu Weihnachten Old Spice. Kennt das noch hier? Old Spice, damit konnte man auch Möbel abbeizen. Das hat sich geändert. Früher hat ein Mann mit Vollbart gefragt, welchen Baum darf ich als nächstes fällen? Heute fragt er, ist das Bartöl auch vegan? Das sind die Fragen, die wir uns jetzt stellen. Es gibt bei DM, gibt es eine ganze Abteilung, nur mit Männerpflegeprodukten. Habt ihr schon mal gesehen? Bei DM, beim Drogeriemarkt? Gibt es eine ganze Abteilung, hat auch einen eigenen Namen. Wer weiß, wie es heißt? Seins, genau. Seins mit Z geschrieben. Seins mit Z. Wer kommt denn auf sowas? Entweder ein orthografischer Tiefflieger oder ein Shakespeare-Liebhaber so. Seins oder nicht seins, das ist hier die Frage. Wenn schon falsch, dann richtig. Ihm seins. Es gibt ein Duschgel für Männer, der hat ein bisschen gedauert, egal, lasst dir Zeit. Es gibt ein Duschgel für Männer in der Duftrichtung Leather and Cookies. Habe ich mir nicht ausgedacht. Leather and Cookies, also Leder und Kekse.
Ja, ich habe dran gerochen, es riecht nicht nach Leder und Kekse, es riecht nach Duschgel. Aber wir Männer kaufen das. Wahrscheinlich hat sich irgendein Marketing-Typ gedacht so, was mögen Männer denn, was können wir mal kombinieren? Leder und Kekse, tote Tierhaut und Teigwaren, ne, kaufen die Männer. Genau wie Frauenfußball, gibt's ja auch beides, Frauen und Fußball mögen Männer, haha. Es gibt wirklich alles, es gibt alles möglich. Ich bin mir sicher, zu Weihnachten gibt es die Duftrichtung Winterreifen-Zimt. Und wahrscheinlich werde ich sie kaufen. Das sind so die Sachen, die dann einfach so passieren. Weißt du, so, aber das ist auch so, wir leben ja in einer Konsumgesellschaft. Da hat selbst Corona nichts dran geändert, ne? So was wir konsumieren und auf was wir verzichten müssten in den letzten Monaten und Wochen, ne? Ich meine, ich würde gerne auch auf Sachen verzichten, kann es aber nicht. Es gibt eine Sache, auf die würde ich sofort verzichten, wenn ich könnte, und zwar Essen. Ich meine jetzt nicht die Stadt, ich meine wirklich die Nahrungsaufnahme. Ja, ich bin 52, ich mache das seit über 5 Jahrzehnten. Es nervt. Vor allem seit Corona. Meine Frau hat gesagt, wenn du denkst, ich koche jetzt jeden Abend, da hast du dich geschnitten. Da musste ich ran. Und ich wusste ja gar nicht, was das für ein Aufwand ist. Du musst ja erstmal einkaufen, dann überlegst du, wo kaufst du ein, was kaufst du ein, wie viel kaufst du ein. Da stehst du in der Küche und kochst und schnippelst und backst und brätst. Oder du gehst was essen. So. Auch das ist ein Akt, wo wollen wir hingehen? Nee, der hat zu. Und dann sitzt du in einem Restaurant und suchst dir was aus. Da sagt sie, mach die Karte zu, sonst kommt der Kellner nicht. Ich meine, es gibt Leute, die haben da Spaß dran am Kochen. Da kochen sie für ihre Freunde und tafeln auf. Aperitif, Vorspeise, Suppe, Raclette, Fondue, Absacker. Ja? Und die mögen das. Ich mag das nicht. Vor allem, ich mag das dann nicht, wenn die Gäste dann nicht gehen. Ja? Dann kennt ihr das, dann bleiben die dann immer noch und dann stehen die im schlimmsten Falle stehen die immer noch im Hausflur und labern dir die Tasche voll. Ja, das war schön bei euch, das machen wir nächstes Mal bei uns. Ne. Puff, geht das Licht aus, Licht wieder an. Ja, was war jetzt, habe ich vergessen. Puff, Licht wieder aus. Ihr kennt das alle. Ja? Mein kleiner Tipp für euch, wenn ihr wieder in einer solchen Situation seid und ihr steht im Flur und das Licht geht aus, macht einfach die Tür zu. Ja, also ganz einfach. Könnt ihr nachher immer noch sagen, ach, wir haben gedacht, ihr wart weg. Wir haben euch nicht mehr gesehen. Ne? So einfach ist das. Und dann isst du viel zu viel. Kennt ihr das, wenn der zu viel isst? Ja, man isst zu viel, legt man sich ins Bett, man hat Bettschwere und man kann überhaupt gar nicht einschlafen, weil der Magen so voll ist. Und mitten in der Nacht schläfst du endlich 1, 2 Uhr, 3 Uhr nachts und kannst überhaupt nicht schlafen, weil der Magen natürlich die ganze Nacht durcharbeitet und irgendwie das Unterbewusstsein beeinflusst. Du hast irgendwelche Albträume, du liegst da und schwitzt total und dann wachst du morgens auf und hast Hunger. Was ist das denn? Weil das Essen ist nicht mehr im Magen, das ist mittlerweile im Darm. Aber der Magen ist so weit ausgedehnt worden, ja, dass du wieder Hunger hast, dann stehst du auf, gehst auf Toilette und pff, alles wieder weg. Und das jeden verdammten Tag. Das nennt man Jammern auf hohem Niveau, was ich gerade mache übrigens. Ich rege mich über Essen auf. Ja? Guck mal, ich bin ja auch noch Vegetarier. Selber schuld, ich weiß. Es gibt Gegenden in Deutschland, da habe ich als Vegetarier, da habe ich gelust. So Unterfranken zum Beispiel. Ja? Da gehe ich in ein Restaurant und sage, guten Tag, ich bin Vegetarier, was kann ich hier bestellen? Ein Taxi? Das sind so diese Sachen. Wir können darüber lachen, ja. Es gibt Menschen, die wären froh, wenn sie was zu essen hätten. Daran sieht man übrigens auch, wie gut es uns geht, dass wir so über sowas, oder auch beim Trinken, ja. Wenn du mal wissen willst, wie gut es einem Land geht, dann geh mal in einen x-beliebigen Getränke-Großmarkt, ja. So hier, so Dursti oder was weiß ich hier. Also geht mal direkt zu den Mineralwassern. Geht mal direkt durch, ja. Lasst mal das Bier links liegen. Ich weiß, das fällt einigen schwer, ja. Geht mal vorbei an den Limonaden, oder wie es mittlerweile heißt, Fassbrausen. Auch das ist ein Scheiß. Das gab es früher auch nicht. Ich Fassbrause. Wahrscheinlich hat sich irgendein Typ gedacht, oh, Männer kaufen gar keine süßen Getränke mehr. Was machen wir denn jetzt? Lass es uns Fassbrause nennen. Da ist das Wort Fass drin. Was nehmen wir denn für Geschmacksrichtung? Weiß ich nicht. Leberwurst, Rhabarber, Parmesan, Zimt, keine Ahnung. So, und dann geht man direkt zu den Mineralwassern. Und dann guckt mal, unter wie viel Mineralwassersorten ihr euch entscheiden könnt. So gut, es gibt alles. Es gibt kalziumhaltig, es gibt mineralhaltig, es gibt still, sprudelnd, medium, gut durch, blutig. Es gibt alles. Ja, oder Salz. Ja, es gibt so viele Salzsorten. Wenn ich früher Salz gekauft habe, da bin ich in den Supermarkt gegangen und da stand da Salz. Konnte man kaufen. Stand da direkt neben dem Zucker. Konnte man sich nicht vertun. Gut, ich habe es auch manchmal geschafft, aber trotzdem. Jetzt gibt es so viele Salzsorten. Ich bin warnt. Meine Frau hat gesagt, geh in den Supermarkt und kauf Salz. Es gibt so viel. Es gibt alles. Es gibt Bergsalz, Kristallsalz, Ursalz, Meersalz, schwarzes Himalaya-Salz, roses Pfeffersalz. Ja, es gibt Blutdrucksalz. Ich habe dann Bullrichsalz genommen, weil mir kam die Galle hoch. Oder zum Beispiel, wenn ihr in ein Gartencenter geht, wisst ihr, wie viele Grassorten es gibt?
Einige denken, ja, ich weiß, wie viele Grassorten es gibt. Ja, das meine ich jetzt nicht. Ich meine Rasen. Ja? Es gibt so viele Rasensorten. Es gibt Langsamkeim, Schnellkeim, Turbosaat, Nachsaat, Wiese, Rasen, Spielwiese, Wimbledon, Wembley, alles Mögliche. Es gibt sogar eine Rasensorte, das habe ich mir nicht ausgesagt. Es gibt eine Rasensorte, ja, deren Gras besonders für Rasenroboter geeignet ist. So weit sind wir schon. Da wundere ich mich nicht, dass da so ein Rasenbesitzer vor dem Regal steht und sagt, das ist mir zu viel Auswahl, da schotter ich mir den Rasen zu. Das habe ich auch gesehen, ne? Gibt's auch Steingärten. Das ist der heiße Scheiß. Überall Steingärten, wo man hinguckt. Die Leute pflastern sich alles zu und schottern sich alles zu mit Steinen. Ich denke mir immer, was wollen die Leute mir eigentlich sagen? Wie viel Kies sie haben? Oder über wie viel Schotter sie verfügen? Das ist unglaublich. Da stehst du morgens auf, ja? Stehst auf, gehst vor die Tür und neben dir ist Barney Geröllheimer eingezogen. Ja? Jabadabadu. Ja? Ich habe mal so einen gefragt, so, was soll das eigentlich sein? Bei uns in Bochum gibt es Straßenstriche. Da hast du auf mehrere... Habe ich Straßenstriche gesagt? Um Gottes Willen, das wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es... Was habe ich gemeint? Züge, danke schön. Ich weiß nicht, ob es in Bochum Straßenstriche gibt. Straßenzüge, okay, oh, gerade noch mal Glück gehabt. Da gibt es wirklich, da ist ein Steingarten nach dem anderen. Ich habe mal einen gefragt, sag mal, Entschuldigung, was soll eigentlich das darstellen, dieser Steingarten? Sagt er, das ist kein Steingarten, das ist ein buddhistischer Zen-Garten. Das dient der Beruhigung. Das Blöde ist, mich beruhigt sowas nicht, mir trägt sowas auf. Das ist, warum sind die nicht ehrlich und sagen, ich bin zu faul, um meinen Rasen zu mähen? Darum geht's doch, oder? Ja, das ist einfach so, ach, ist doch praktisch so. Ja, klar ist das praktisch. Du musst ihn ja auch nicht sehen. Du sitzt ja auch im Haus drin. Ich muss mir das angucken. Ja? Geht doch alles. Warum holt er sich nicht einen Rasenroboter und gut ist? Man muss doch gar nichts mehr selber machen in dieser Zeit. Für einen Rasen gibt's einen Rasenroboter. Innen drin gibt's einen Staubsaugerroboter. In der Küche steht ein Thermomix. Und auf dem Schrank steht Alexa, falls du doch mal mit jemandem reden willst. Ja? Ganz einfach, gibt alles. Ja? Und deswegen gibt es ja auch so viele Insektenhotels. Die gab es ja früher auch nicht. Steingarten und Insektenhotels hängen ja zusammen. Warum? Warum brauchen wir Insektenhotels? Weil natürlich, wenn es keine Wiese gibt, keine Blumen, dann sterben auch die Insekten. Und deswegen gibt es Menschen, die sich jetzt so Insektenhotels an den Balkon... Das gab es früher auch nicht. Mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, sich irgendwie Insektenhotel an den Balkon zu tackern, dass die Scheißviecher auch noch anzieht. Und dann fliegen die da rein, ne? So hier, Bienen, Wespen, alle mögliche, hinterlassen dann ihren Nachwuchs, fliegen wieder weg, zahlen keine Miete. In dem Fall spricht man dann auch von Mietnomaden. Den mag ich persönlich selber gerne, den Gag, aber egal. Nein, aber das kommt total gut an. Ich habe zwei Insektenhotels, zwei, damit die immer mal wieder so ein bisschen umziehen können, wenn denen langweilig ist. Das spricht sich rum bei Insekten. Die haben ja auch eine Möglichkeit, irgendwie zu kommunizieren. Wahrscheinlich habe ich ganz tolle Bewertungen bei Insekten-Trip-Advisor. Ne? Krieg ich irgendwann so einen Anruf so nachmittags so, Bender. Ja, wir haben zwei Insektenhotels. Ja, Frühstück ist inklusive. Ja, wenn Sie buchen, aber wenn Sie stornieren, dann müssen Sie eine Gebühr zahlen. Das ist eine französische Biene gerade. Mücken sind ja mehr so Italiener, ne? So. Sì, signora, ich bin nur klein, aber eine große Stessa. Bin ich zu schnell eigentlich? Ein bisschen? Ja, ne? Das ist ein bisschen mein Problem, das weiß ich. Ich bin manchmal ein bisschen zu schnell. Ich habe mal in der Schweiz gespielt, ja, in Bern. Und da saß eine Frau in der ersten Reihe, die machte irgendwann mal brrrr. Da habe ich gesagt, was ist los? Ist Ihnen kalt? Nein, Sie sind zu schnell. Dann habe ich mich mal mit so einem Unternehmenscoach getroffen. Das war auch ein Schweizer. Ich habe gedacht, wenn ein Unternehmenscoach, dann ein Schweizer. Und ich wollte einfach wissen, ob ich irgendwas besser machen kann. Ob ich das, was ich mache, ob ich das optimieren kann. Und er hat sich das angeguckt, was ich mache. Und der war entsetzt. Der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also jetzt nicht inhaltlich. Inhaltlich hat er keine Probleme gehabt. Aber das war, wie ich das mache, er hat gesagt, Herr Bender, um Gottes Willen, Sie müssen unbedingt langsamer reden. Dann brauchen Sie auch nicht so viel Text. Wiederholen Sie die Pointen 2 bis 3 Mal. Das ist durchaus branchenüblich. Ja, Sie bestehlen sich ja selber. Und wenn Sie irgendwo in der Provinz spielen, wo Sie keiner kennt, dann schicken Sie doch irgendjemanden hin. Ja, betreiben Sie Outsourcing. Ja, Sie können doch nicht überall sein. Verkaufen Sie nicht das Steak, verkaufen Sie das Brutzeln. Ja, Sie haben doch auch nur 2 Hände. Und ich habe gedacht, stimmt, ich habe ja nur 2 Hände.
Das ist ja dieser Satz, den wir Männer immer wieder gerne sagen. So, kann ich nicht machen, ich habe nur zwei Hände. Das würden Frauen, glaube ich, nie sagen. Ihr Frauen, ihr sagt das einfach nicht. Ihr Frauen, ihr macht einfach. Ja, deswegen, ihr macht das einfach. Guck mal, deswegen sind ja auch diese ganzen künstlichen Intelligenzen, sind ja alles Frauen. Ja? Man überlegt hier so Siri, ne? Alexa oder so ein Navi im Auto. Ich kenne keinen, der eine männliche Stimme im Navi eingestellt hat. Ne? Mit einer weiblichen Stimme fühlt man sich viel sicherer nach Hause gefahren, ne? Weil die Frau immer im Zweifel nach dem Weg fragen würde. Ein Mann brettert einfach durch. Die Straße ist gesperrt. Das ist mir scheißegal. Ne? Oder hier Siri, Alexa. Ne? Dann kannst du alles fragen. Also, Alexa, spiel was von den Beatles. Alexa, wie stehen die Aktien? Ne? Oder Alexa, kannst du mir mal die Züge nach Berlin raussuchen? Bing, gerne. Ich habe dir die PDF direkt auf dein Handy geschickt. Bing, danke. Bing, bitte. Wäre anders, wenn Alexa Jürgen heißen würde. Jürgen? Jürgen? Ja? Könntest du mir bitte die Züge nach Berlin raussuchen? Jürgen? Gleich. Das ist einfach so. Ihr Frauen kriegt einfach viel mehr auf die Kette. Ja? Ihr Frauen, was wir Männer richtig gut können, ist Sachen so lange liegen lassen, bis ihr Frauen es nervt, ja, euch das nervt und ihr das einfach für uns wegmacht. Und ich bin da auch nicht stolz drauf. Ich nehme mich da auch nicht aus. Ja, ich habe jahrelang, ich oute mich jetzt mal hier vor euch, ich habe jahrelang bei uns zu Hause in der Toilette die Toilettenpapierrolle so lange abgerollt, bis nur noch so zwei Blätter dran waren, ja, bis man schon das Graue von der Rolle gesehen hat. Und habe ich die Rolle dann etwa ausgetauscht? Nein. Ich habe klammheimlich eine neue Rolle angefangen und habe die alte einfach hängen lassen, ne? Weil ich gedacht habe, ich brauche nie wieder Toilettenpapierrollen austauschen. Ne? Und ich war da, ich habe das auch nicht gemacht, weil ich dachte jetzt, ich bin jetzt ein perfides Arschloch, sondern ich habe gedacht, ich bin genial. Ich bin der erste Mensch, der erste Mann in der Geschichte der Menschheit, der auf diesen genialen Plan gekommen ist. Ne? Ich kam mir vor wie so ein Bösewicht bei James Bond, wie so Blofeld. So. Genau wie jeder James Bond Bösewicht habe ich meinen genialen Plan irgendwann mal aus einer Laune heraus vor meiner Frau ausgeplaudert. Übrigens, Schatz, weißt du, was ich seit Jahren mache auf der Toilette mit dem Klopapier? Und meine Frau guckte mich an. Echt? Du warst das? Da wäre ich ja von alleine gar nicht drauf gekommen. Wer hätte das denn sonst sein sollen? Hä? Puck, die Stubenfliege? Der Biber Butzemann? Der Zauberer Rumborak? Natürlich wusste sie, dass ich das war. Aber sie hat mir das durchgehen lassen. Sie hat nie was gesagt. Warum? Weil sie wollte, dass ich mich gut fühle. Aus Liebe. Das macht ihr Frauen. Und das klingt jetzt banal, die Klopapierrolle nicht auszuwechseln. Aber das summiert sich doch auch. Ja? Wenn wir Männer denken, wir kommen damit durch, dann denken wir sind unbesiegbar. Ja? Und dann entstehen solche Testosteronmonster wie Trump und Johnson und Orban. Weißt du, solche erzogenen Rotzbengeln, die nie aus der Trotzphase rausgekommen sind. Und da seid ihr Frauen nämlich auch mit dran schuld. Ja? Bei Hennes Bender kriegt jeder sein Fett ab. Das ist ein heikles Thema, weiß ich, Klopapier. War euch das auch so peinlich mit dem Klopapier am Anfang von Corona? Mir war das unangenehm, dass es kein Klopapier mehr gab. Mir war das richtig, ich fand das ganz schlimm, weißt du, die Deutschen horten Klopapier. Ja, wenn man mal geguckt hat, was die anderen gemacht haben, was haben die Franzosen gehortet? Was haben die Franzosen gehortet? Wein, genau. Wein und Kondome. Ja, der Franzmann versteht zu leben. Hier in Deutschland Klopapier und Hefe. Ja, das waren unsere Prioritäten. Das war uns das Wichtigste. Darauf kann man dieses komische Land reduzieren. Backen und kacken. Dankeschön. Das war, brauch wirklich, also das, mir war das unangenehm. Weißt du, und dann die Maskenpflicht. Ach, was regen die Leute? Ach, die Maskenpflicht schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein. Echt jetzt? Ich meine, unter uns, Masken sind doof, sie sind lästig, ja, und sie nerven, aber es schränkt mich doch nicht in meiner persönlichen Freiheit ein. Ne? Wisst ihr, was die größte Einschränkung der persönlichen Freiheit in Deutschland ist? Die Straßenverkehrsordnung. Und ich bin jeden Tag froh, dass es sie gibt. Ich reg mich nicht mehr über alles auf. Guck mal, ich bin ja 52. Ist ein Scheißalter übrigens, 52. Ja, 50 ist super. 50 war super. Ne? Du hast es geschafft. 50, runde Zahl. Bam. 52. Nee. Ne? 52 klingt auch scheiße. 52 klingt eben nicht wie 12 nach 40, sondern wie 8 vor 60. Ja, guck mal, ich habe schon so viel. Weißt du, wenn ich die jungen Leute sehe mit ihren neuen, die müssen immer die neuesten Handys haben. Weißt du, ich kann mich ja noch dran erinnern, wenn wir früher telefoniert haben, ja, da war das ja so. War ein Ferngespräch, ne? Oh, scheiße, verwählt nochmal. Ja, ich kann mich wirklich noch an Sachen erinnern, ja? Ich kann mich noch dran erinnern, ja? Als die Koffer noch keine Rollen hatten.
Guck mich jetzt die Jüngeren an. Wie, keine Rollen? War das Rad damals noch nicht erfunden, als du klein warst? Doch. Aber damals ist keiner auf die Idee gekommen, dass man unter die Scheißkoffer auch mal Rollen tackern kann. Wir haben die Dinger geschleppt. Gut, damals gab es auch dieses Geräusch nicht. So alt bin ich jetzt. Ich bin so alt. Ich stehe vor meinem Bücherregal, sehe meine ganzen ungelesenen Bücher und denke, Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Einige lachen, andere denken, was ist ein Bücherregal? Ne? Und seitdem ich über 50 bin, muss ich immer an Rainer Maria Rilke denken. An das Herbstgedicht. Kennt man, ne? Rainer Maria Rilke? Klar. Hey, Streisand. Herrschaften. Rilke. Kein Problem, ne? Hier so. Herr, der Sommer war sehr groß. Ne? Aber Rainer Maria Rilke ist doch toll, oder? Der Name ist super. Rainer Maria Rilke. Das klingt nach Unsterblichkeit, nach hoher Dichtkunst. Ne? Das ist, liegt an dem Maria übrigens. Ne? Das ist nur, geht nur mit Maria. Rainer Silke Rilke klingt scheiße. Na, und, oder Rainer Rilke. Rainer Rilke klingt so nach Beamten, so nach Elektriker. Oder so. Hallo, mein Name ist Rainer Rilke, Gaswasser scheiße. Das ist nicht schön. Muss Maria sein. Ne? Stell dir mal vor, so Christoph Hildegard Herbst. Klaus Ursula Brandauer. Ne? Und ich auch. Weißt du, ich wissen ja einige von euch auch. Meine Eltern haben ja leider einen Fehler begangen. Die hätten mich ja auch zum Beispiel Maria nennen können. Dann wäre aus mir vielleicht auch was anderes geworden. Aber ich heiße eben nicht Maria. Ich heiße ja auch nicht mal Hennes. Tja, wissen auch einige vielleicht nicht, aber ich gebe das auch zu, gerne. Ich heiße, steht im Internet. Hennes ist mein Künstlername, mein Spitzname. Ich heiße eigentlich anders. Ich heiße, ihr müsst jetzt ganz stark sein, Hans-Günther Bender. Ja, das ist kein Name, das ist eine Strafe. Was haben sich meine Eltern dabei gedacht? Ja, furchtbar. Ich hätte anders heißen können. Hans-Günther Bender. Ja? Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Nicht der Name, an den habe ich mich gewöhnt. Das Schlimmste ist, mein Vater heißt genauso. Hans-Günther Bender. Und irgendwann wurde mir klar, dass meine Eltern nicht mal eine halbe Minute nachdenken mussten, wie sie mich nennen sollen. Ich kam damals auf die Welt, so meine Mutter so, hier, schau, Mann, dein neugesorener Bohn. Dein neugeborener Sohn. Schau hier, wie wollen wir ihn nennen? So wie mich? Okay, bam. So total einfallslos gewesen. Ne? Deswegen bin ich auch sauer auf meine Eltern, ja, weil die mich so genannt haben. Deswegen haben wir auch keinen Kontakt mehr. Wir reden nicht mehr miteinander. Gut, die sind auch seit über 20 Jahren tot, aber was will man machen? Ne? Ja. Nein, aber auch dieses Rilke-Gedicht ist natürlich so von wegen so, wer jetzt allein ist, der wird es lange bleiben. Das ist so das Positive an der deutschen Romantik. So, bring dich doch gleich um, Herrgott nochmal. Ja, das war ja auch damals schwierig, ne? wenn man keinen kennengelernt hat. So damals, ne? Heute ist das kein Problem. Ne? Heute gehst du auf Tinder, ne? Oder irgendein Internetportal, keine Ahnung, elitepartner.de oder Parship. Ist euch schon mal aufgefallen bei Parship, dass diese hübschen Menschen auf den Parship-Plakaten eigentlich so aussehen, wie die Menschen, die Parship eigentlich gar nicht nötig hätten? Oder auch hier dieser Spruch, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Ja? Ist euch mal aufgefallen, dass es nicht reicht, wenn sich nur ein Single verliebt. Der andere muss sich ja auch, es ist doch immer noch was Gegenseitiges. Weißt du, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Wenn ich mich bei so einem Datingportal, ja, wenn ich mich da anmelden würde, ich müsste ja lügen. Guck mal, ich bin 1,62, 52 Jahre alt und trage eine Brille. Einzeln genommen nicht schlecht, aber zusammen schwierig. Ich müsste ja schon bei der Größe müsste ich ja schon flunkern. Ne? Ich müsste ja mindestens 1,70 reinschreiben und hoffen, dass sie nicht gut gucken kann. Oder gerade kein Maßband dabei hat. Vielleicht gibt es ja Frauen, die stehen auf sowas. Weiß nicht, so Cosplayerinnen mit Hobbit-Fetisch. Ne? Oder so. Ja, gibt's alles. Zwergen werfen, kenne ich alles, gibt's. Ja. Also, ach Hennes, Frauen wollen doch einen Mann mit Humor. Ja, am Anfang schon. Wisst ihr, wer noch froher ist als ich, dass ich wieder auf die Bühne darf? Meine Frau. Meine Frau hat sich ein halbes Jahr jetzt meine ganzen Gags angehört. Wir haben ja einen Output. Wir wollen ja raus. Wir wollen ja die Leute zum Lachen bringen. Ja? Und wo ich jetzt hier auf der Bühne stehe, das ist so schön. Und meine Frau hat sich das ganze halbe Jahr, hier Corona, hat sich das alles anhören müssen. So jeden Gag, alles, was mir eingefallen ist. Und irgendwann mal hat sie keine Miene mehr verzogen. Irgendwann mal stand sie vor mir und sagte, ach Schatz, quäl dich doch nicht so. Das musst du schon mir überlassen. Ja? Irgendwann hat sie mir gesagt, Schatz, ich liebe dich, aber manchmal wünschte ich mir, dass man dich irgendwie wieder auf Werkseinstellung zurückversetzen kann. Und außerdem findet sie, dass ich viel zu neugierig bin. Also steht zumindest in ihrem Tagebuch. Ja? Ich bin klein, das weiß ich und deswegen rede ich auch drüber, ja? Weil ich das weiß, ich mich selber reflektiere. Viele Leute reflektieren sich, guck mal, kleine Leute sagen manchmal so, ach Mist, ich bin viel zu klein. Dicke Menschen sagen, ach doof, ich bin viel zu dick. Aber keiner sagt, scheiße, ich bin viel zu dumm.
Kann das sein, dass das Problem ist in diesem Land? Dumme Leute wissen nicht, dass sie dumm sind. Die rennen einfach rum. Ja, danke schön, eine Person. Sehr schön, ja. Ja, was ist? Also deswegen kannst du mit dummen Menschen auch nicht diskutieren, weil sie alles pauschalisieren. Weil alles wird pauschalisiert. Hier zum Beispiel hier so ACAB, das kennt ihr alles, dieses Graffiti, ne? ACAB, was heißt das übersetzt? Also übersetzt, abgekürzt ACAB. All Cops are Bastards, ganz richtig. Also alle Polizisten sind unehelich gezeugt worden. Das ist sachlich nicht richtig. Ich dachte erst ACAB. Was heißt das? Ach, Cola, ach, Bier, oder? Alter Chianti am besten. Ich finde nicht, alle Polizisten sind Bastards. Ich finde zum Beispiel die Polizisten, die die Faschos davon abgehalten haben, den Reichstag zu stürmen. Das sind nette Menschen, oder? Kann man sich darauf einigen, oder? Ja. Man muss doch pauschalisieren. Weißt du, man darf nicht pauschalisieren. Ich gerate ja auch in die Falle. Zum Beispiel, manchmal kann ich auch meinen Maul nicht halten, als dann die Landtagswahlen waren hier 2019 in Brandenburg und Sachsen, weißt du, so mit Kalbitz. Da musste ich auch einfach twittern. Das ging gar nicht. Da habe ich getwittert so, Leute, passt auf, wenn ihr die AfD wählt, wählt ihr wahrscheinlich auch Nazis. Ich habe nicht gesagt, wer AfD wählt, ist ein Nazi. Ich habe gesagt, wer AfD wählt, wählt wahrscheinlich Nazis. Und es gibt Menschen, glaube ich, die sitzen vorm Computer und die warten nur drauf zu reagieren. Ne? Dieser Tweet war noch nicht mal eine Minute online, kam mich schon eine Rückmeldung, hahaha, der feine Herr Komiker möchte wohl lustig sein, na, dann fang schon mal an, Arabisch zu lernen. Habe ich zurückgetweetet, mache ich, gute Idee, die Zahlen kann ich ja schon. Ja, man muss immer ein bisschen klüger sein als die Doofen, so ist das. Man muss wirklich aufpassen, wir leben in einem komischen Land, wir haben komische Prioritäten, persönliche Freiheit. Ich habe eine Umfrage gelesen, über 70% der Deutschen ist persönliche Freiheit am wichtigsten. 62% möchten, dass ungesunde Lebensmittel möglichst schnell verboten werden, 53% aber sagen, dass sie sich ungesund ernähren. Das ergibt doch automatisch eine Schnittmenge von Menschen, die sich ungesund ernähren, gleichzeitig wollen, dass das verboten wird, obwohl das ihre persönliche Freiheit einschränkt. Ich finde, besser kann man einem Fremden dieses komische Land irgendwie nicht erklären. Oder? Das ist seltsam. Und ich weiß, dass ich polarisiere. Ich weiß, da gibt es jetzt auch schon direkt wieder irgendwelche Tweets über mich. So, ach ja, komm, lass. Weißt du, das hat sich auch geändert bei mir, seitdem ich über 50 bin. Früher wollte ich immer, dass alle Menschen mich mögen. Heute war ich einfach so lange ab, bis es sie langweilt, mich zu hassen. So einfach ist das. Ja? Und wirklich, und ich muss das nochmal wirklich sagen, ich liebe meine Frau. Meine Frau ist super. Meine Frau ist die Bestie. Beste. Es ist so, ja. Und sollte ich irgendwie den Eindruck gemacht haben, heute, ich hätte von irgendetwas mehr Ahnung als ihr, ja? Ich würde irgendwas besser wissen. Nein, das stimmt nicht. Deswegen gehe ich nicht auf die Bühne. Ich gehe auf die Bühne, ja, weil ich was Neues erfahren will, weil ich neugierig bin, ja, weil ich eine andere Meinung habe. Wir kommen nur an das Problem ran, wenn wir miteinander reden, nicht übereinander. Ich bin neugierig. Ich will was wissen. Das ist der Grund, warum ich auf die Bühne gehe. Und Geld. Ja. Ist so. Und den Rest müsst ihr euch schon selber kümmern. Ich kann ja nicht alles machen. Ich habe nur zwei Hände. Dankeschön.